Kidsflash. Viele geladene Gäste sind gekommen, um die Neueröffnung des Sportalm-Shops zu feiern. Das Geschäft in der Josef-Birchel-Straße erstrahlt nach einem großzügigen Umbau in neuem Glanz und bietet ein exklusives Einkaufserlebnis in einer Welt voll Inspiration und Stil. Im Rahmen des Projekts Kulinarik trifft Kunst fand in unserer Mittelschule ein Kochworkshop statt. Einige Schüler der zweiten Klasse durften mit Paul Iwitsch, der als einer der besten vegetarischen Köche Europas gilt, und mit seinem Mitarbeiter Julian Brandner, der selbst die Mittelschule in Kitzbühel besuchte, so richtig aufkochen. Paul Iwitsch unterstützt dieses Projekt nicht nur mit dem Workshop, sondern auch noch mit veganen Rezepten für das Kochbuch, das bei dem Projekt entsteht. Unserem Stadtpfarrer Michael Strozinski ist es erneut gelungen, den großartigen polnischen Künstler und Bildhauer Marek Siger und seine Werke nach Kitzbühel zu bringen. Bis inklusive 8. März sind die beeindruckenden Skulpturen noch im Pfarrhof ausgestellt und zu bewundern. Unter dem Titel Vertical Visions kam am Vorabend zum Vertical Up 2024 der achtfache Red Bull X-Alpsieger Christian Maurer nach Kitzbühel, um in einer spannenden Multimedia-Show darüber zu berichten, wie er in nur 6 Tagen und 6 Stunden, ausgehend von Kitzbühel, ganze 1223 Kilometer rund um die Alpen ausschließlich mit dem Gleitschirm oder zu Fuß bewältigt hat. Du hast Spaß im Umgang mit Menschen und möchtest in einem jungen Gastro-Team arbeiten? Dann bewirb dich jetzt im KC 750 Kulturcafé Kitzbühel. Zur Verstärkung des jungen Teams wird ab sofort ein Service-Mitarbeiter, männlich, weiblich oder divers, in Voll- oder Teilzeit gesucht. Bewirb dich jetzt per E-Mail unter bewerbung@kitzbuehel.at oder melde dich einfach im KC 750.